Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Custom Map. Und zwar spiele ich heute mal die Map Locked. Ganz einfaches Prinzip, ich muss aus verschiedenen Räumen ausbrechen. Und zu Anfang kann ich mir auch mal die Regeln durchlesen. Hier steht eigentlich nur, ich muss im Game Mode 2 spielen. Ich darf die Helligkeit so einstellen, wie ich will. Und das war's auch schon, alles ist möglich, da bin ich mal gespannt drauf. Und jetzt kann ich auch schon gleich mal auf Beginn drücken. Und es wird auf einmal dunkel. Und da ist ein Countdown. Oder was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ihr könnt mir sehr gerne mal auf Instagram und Snapchat folgen. Bin ich auch aktiv drauf. Und jetzt bin ich hier in einem Haus anscheinend. Da geht es nicht raus. Ich kann nichts abbauen. Und ich muss jedenfalls, okay, hier ausbrechen. Es ist 3.45 Uhr. Okay, hier steht die Uhrzeit. Und keine Ahnung, ob die sich noch verändert. Müsste ja eigentlich. Mal schauen. Aber was wird überhaupt gemacht? Ich kann einen Knopf drücken. Darunter ist eine Kiste. Nee, schlafen will ich nicht. Die Kiste kann ich hier erreichen. Ich habe einen Eisenbachen. Und da steht Weight drauf. Gewicht. Aber was soll ich da draus jetzt machen? Irgendwas wird jedenfalls gemacht. Hier kann ich nicht durch die Tür durch übrigens. Und da oben ist auch nochmal was, oder? Ja, da gibt es auch einen weiteren Raum. Aber ich muss hier erstmal rauskommen. Das ist gar nicht so einfach. Hier ist eine Kiste, die kann ich halt gut nicht öffnen. Und irgendwie muss der Eisenblock weg. Gewicht, vielleicht, Moment mal, muss ich das hier drauf machen? Und es geht dann hoch. Aber ich denke mal, nee, das auch nicht. Vielleicht das durch das Bild durch. Das kann ich mir auch vorstellen. Nee, da ist dahinter nichts. Darf ich eigentlich noch nicht mal abbauen. So, komm, das mache ich dann vielleicht mal darunter. Und hier drauf, da war ich noch nicht. Aber die Druckplatte macht, glaube ich, auch nichts. So, da hinten. Ist da was? Da ist noch eine Kiste. Ach so, okay, ich glaube mal, vielleicht muss ich auf beide was drauf machen, sodass es runter geht. Ich muss halt, nee, das stimmt auch nicht. Ich brauche noch was anderes, glaube ich mal. Irgendwo muss noch was versteckt sein, dass ich auf alle drei Druckplatten sozusagen was machen kann. Und ja, das ging auch nicht. Ich weiß nicht, das Bild, das brauche ich jetzt noch. Vielleicht hier hinter. Nee, aber irgendwo an der Decke muss doch noch was geben. Vielleicht da oben. Ist da noch eine Kiste, die ich öffnen kann? Ich glaube aber auch nicht. Kann ich die Kiste da drin irgendwie öffnen? Also die Kiste da oben habe ich schon geöffnet. Die hintere, die kann ich einfach nicht öffnen, weil das Glas dahinter ist. 3.45 Uhr haben wir immer noch. Und hier muss ich irgendwie weiterkommen. Da ist bestimmt ein Schlüssel drin. Oder vielleicht muss ich einfach hier nochmal die Platten drauf machen. Das hier drücken. Da passiert aber auch nichts. Irgendwas wird halt da gemacht. Aber nee, das war auch nicht richtig. Ich brauche wirklich ein drittes Item. Und vielleicht, wenn ich hier draufstehe, dann den Knopf drücke, dann... Achso, dann geht da noch was auf. Moment mal, was ist da noch was drin? Da ist eine Kiste. Okay, und hier ist auch eine Kiste. Die kann ich erstmal öffnen. Das ist auch noch ein Gewicht sozusagen. Und hier drin ist eine Axt. Okay, und die kann Glas abbauen. Achso, und somit komme ich dann an diese Kiste. Und hier ist ein Schlüssel. Was? Okay, das ist krass. Also, achso, klar, ich hätte jetzt zum Beispiel noch hier Gewicht drauf machen können. Deswegen war noch das dritte Eisen in dieser Kiste. Aber man kann es auch so machen. Und jetzt kann ich hier endlich mal durchgehen. Also der erste Raum war echt schon mal krass gemacht. Das ist ein Repeater, glaube ich mal. Und hier hinter ganz genau alles anschauen, ist, glaube ich mal, nichts. Da ist auch irgendwie so ein Garten und einfach nur schwarz im Hintergrund. Durch die Tür kann ich auch durchgehen. Oh nein, und ich glaube mal, wir sind jetzt im Haus so. Da oben kommt, glaube ich mal, was raus, wo halt echt ziemlich viel auf einmal drin ist. Und da ist ein Hebel. Der macht aber erstmal gar nichts. Nee, der verändert nichts. So, und hier drin... Na gut, da komme ich nicht dran. Da oben vielleicht ist da irgendwas. Auf alles wirklich genau achten. Da habe ich schon mal eine Schallplatte. Okay, zum Glück habe ich hier nochmal alles abgesucht. Vielleicht muss ich die irgendwo reinmachen oder so. Jedenfalls, gut, habe ich den Raum schon mal abgesucht. Hoffe ich mal zumindest komplett. Und hier sind ein paar Trichter. Hier ist nochmal ein Ofen. Und hier ist eine Redstone-Fackel auf dem Boden. Kann ich die nehmen? Ich glaube mal nicht. Gut, aber hier... Geht's nicht lang, da geht's raus. Also irgendwie glaube ich mal, dass ich hier auch wieder einen Key brauche, um halt rauszukommen. Und hier gibt's ja einen Fernseher, der aber nicht angeht. Da unten drunter vielleicht nochmal was, hier auch nicht. Da kann ich nochmal ja, vielleicht was machen. Vielleicht an der Decke irgendwo. Also so viele Räume gibt's noch nicht mal mehr. Gut, in dem Raum bin ich gespawnt. Aber was kann ich jetzt hier genau machen, dass es weitergeht? Da unten ist da nochmal was versteckt. Da gibt's auch nichts mehr Interessantes. Hier kann ich halt wie gesagt nicht durch. Und brauche ich irgendwas? Also irgendwas muss ich ja mit der Disk machen, sonst wäre die nicht da. Aber noch habe ich keine Ahnung was. Und ich kann hier auch nicht reinlaufen in die Badewanne. Und kann ich da irgendwas anklicken? Da innen drin nochmal. Im Trichter ist nochmal eine Redstone-Fackel.
Und die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Oder bin ich da überhaupt draufgegangen? Ich weiß es nicht. Und hier, gut, das ist ein Ofen. Da waren wir schon. Da drin ist auch nichts in dem Trichter. Und da oben ist, glaube ich, mal nichts mehr versteckt. Vielleicht, Moment mal, da war doch irgendwas hier. Da kann man, ich glaube mal, da kann man auch nichts reinmachen. Da komme ich noch nicht mal dran. Ich kann mir, glaube ich, vorstellen, dass da was rausdroppt, aber keine Ahnung was. Und mit der Schallplatte, gut, ist jetzt hier drin. Da kann ich erstmal nichts machen. Vielleicht mit der Redstone-Fackel. Ich weiß nicht, da vorne waren ja auch ein paar Trichter. Muss ich die da reinmachen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und jetzt habe ich hier mal, gut, die Redstone-Fackel reingemacht und ich habe keine mehr. Kann ich die auf dem Boden aufsammeln? Das müsste doch irgendwie gehen. Das geht zum Glück auch. Und dahinter vielleicht, Moment mal, der hintere Trichter, da mache ich jetzt auch mal was rein. Und es hat funktioniert. Ich glaube mal, da ist irgendwas gedroppt, oder? Ich habe es gehört. Hier ist ein Buch. Und da steht, okay, ein Code. Ich weiß nicht, was wir mit dem Code jetzt machen müssen. Code for the Hideout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. TikTok. Und das ist die Seite 1 von 1. Also das Buch hat nur eine Seite. Und Moment, es gibt aber auch verschiedene Zahlen. Die haben irgendwas damit zu tun. Und ich weiß nicht, ob sich in diesem Raum, gut, das glaube ich mal nichts, nochmal was verändert hat. Also jetzt habe ich ein Buch und ich glaube mal, mit diesem Buch kann ich erstmal in diesem Raum nichts anfangen. Da vorne kann ich, denke ich mal, auch nicht raus. Ich weiß aber nicht, ob die Redstone-Fackeln vorhin geleuchtet haben. Und ich drücke jetzt mal auf den Fernseher und es passiert, doch, es passiert was. Es kommt eine blaue Farbe. Und Moment mal, gut, es hat, glaube ich mal, irgendwas mit dem Code zu tun. Aber ich habe keine Ahnung, was. Und was ist passiert jetzt, wenn ich auf diesen Block drücke? Da kommt jetzt auch ein blauer Block. Die Tür ändert sich dadurch natürlich auch nicht. Aber was passiert jetzt zum Beispiel? Ich muss es mir mal anschauen. Es passiert nochmal was anderes. Es kommt eine grüne Farbe. Warum das, weiß ich gerade auch nicht. Und jetzt kommt auch hier eine türkise Farbe. Genau, ein türkiser Block. Und ich gehe jetzt mal alle Farben durch. Vielleicht ändert sich ja irgendwas. Aber ich habe keinen Plan, was jetzt genau dieser Code soll. Code for the Hideout. Jetzt ist beides lila. Und irgendwas hat es doch damit auf sich. Vielleicht muss ich echt mal alles durchgehen. Gut, ich habe jetzt noch kein Gelb gehabt. Drücke ich auch mal hier drauf. Dann auf die andere Farbe. Jetzt kommt Grau. Ich weiß nicht, was wir noch nicht hatten. Also jetzt kommt nochmal was anderes, denke ich mal. Schwarz oder dunkelgrau. Und vielleicht kommt jetzt ganz schwarz. Wieder wie am Anfang. Jetzt kommt wieder Blau. Ich weiß nicht, doch den türkisen Block, den hatten wir schon mal. Aber es hat sich, denke ich mal, nichts verändert bisher. Also das war nicht dieser Code. Gut, jetzt kommt wieder Blau. Ja, gut. Und jetzt nochmal Blau. Also jetzt bin ich alles durchgegangen, glaube ich mal. Und es ist nichts passiert. Das heißt, es muss was mit dem Code sein. Aber das muss ich halt jetzt erstmal herausfinden. In dem Raum ist, glaube ich mal, auch nichts passiert. Macht eigentlich der Hebel irgendwas? Ich lege den jetzt nochmal um. Da passiert auch, glaube ich mal, gar nichts. In einem anderen Raum vielleicht. Kann natürlich auch sein. Ich denke mal, aber hier auch nicht. Vielleicht geht es hier auch noch hoch irgendwann. Da ist eine Lücke. Ich glaube mal, so langsam habe ich eine Idee, was das sein könnte. Und zwar gibt es da natürlich die Uhr. Und hier steht natürlich 3:45 Uhr. Ich habe da jetzt echt schon oft drauf gedrückt. Und ganz einfach, ich glaube mal, wir müssen jetzt hier, also da steht ja eine 3, die ist in grün, hier erstmal den Bildschirm zu einer 3 bekommen. Beziehungsweise zu der grünen Farbe. Okay, und die wurde direkt grün. Ich denke mal, das ist hoffentlich das Richtige. Und ich probiere jetzt hier erstmal aus, ob sich da was verändert, die Tür aufgeht oder so. Also grün lasse ich jetzt erstmal. Und ich probiere jetzt einfach mal so durch. Beides grün ist natürlich nicht richtig. Ich habe jetzt mal den Monitor eingestellt und es hat sich irgendwas verändert. Und ich glaube mal, ich weiß auch schon direkt was. Da unten drunter ist sogar eine Kiste. Electric Wire kann platziert werden auf Netherrack. Okay, ach so. Jetzt weiß ich auch wo. Und das hat sich hier einfach geöffnet. Ich kann jetzt nochmal so wechseln. Und ich denke mal, das wird jetzt wieder runtergefahren. Und das ist einfach eine ganz normale, keine Treppe, sondern ein ganz normales Sofa dann wieder. Und hier kann ich mal den Redstone drauf platzieren. Und vielleicht öffnet sich da vorne die Tür. Hat sich hier was? Ist hier was passiert? Ich weiß nicht. Irgendwo hat sich was getan. Und da sind Leitern gespawnt. Ich habe irgendwie gedacht, dass hier oben noch was kommt. Und jetzt bin ich im oberen Stock. Und was kann ich hier genau alles machen? Also hier oben gibt es erstmal eine Tür. Da kann ich nicht so einfach durch. Hier muss ich bestimmt die Disk reinmachen. Und hier kann ich durch. Und hier steht Main Door Key. Ach so, und die, klar, zum Glück habe ich die Disk auch schon am Anfang gefunden. Und jetzt hoffe ich auch wirklich mal, dass es da der Schlüssel für diese Tür ist. Ja, das ist der richtige Schlüssel. Es wird dunkel. Und hier steht, Congratulations, you finished my map. Und hier steht, okay, sein Name, denke ich mal, der Skin von ihm. Und ich bin wieder
so einer ähnlichen Lobby wie am Anfang. Also das war echt eine richtig coole Map. Es waren jetzt nicht so kleine Räume wie auf den meisten Maps oder viele Räume, sondern wirklich so ein, zwei große Räume, wo man halt versuchen muss auszubrechen. Und die Map hat mir auf jeden Fall gefallen. Also falls ihr sowas Ähnliches auch mal wieder sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten könnt ihr noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung auschecken, wie Instagram, Snapchat und so weiter. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!